Wenn es dann mal um das Thema E-Geige geht, dann geht es immer darum, dass E-Geigen halt die schlechteren Geigen sind, die schlechter klingenden Geigen. Und das ist eigentlich Quatsch. Aber glücklicherweise hat sich das Instrument verselbstständigt. Und für mich ist es ganz klar ein ganz eigenes Instrument. Ich würde es nicht mehr vergleichen. Also eine E-Geige ist keine A-Geige, das ist was ganz anderes. Ich bin ja jetzt mehr so aus dem Jazz-Rock-Bereich, also da so liebhaberisch unterwegs und so weiter. Und ich finde, da hat sie wirklich einen ganz eigenen Klang und da gehört sie auch rein. Weil sie klingt ein bisschen synthetischer, aber genau das ist ja gewollt. Es gibt Dinge, die würde ich auf einer E-Geige niemals spielen wollen. Aber umgekehrt wieder, ich würde mit der E-Geige bestimmte Dinge, zum Beispiel Folk-Rock, würde ich gerne mal anreißen, weil es da halt dann wirklich spannend wird. Künstlich schaffen, wie ich ihn brauche. Vielleicht eine gleiche Nummer auch. Gar nicht so schlecht, finde ich. Aber jetzt, pass mal auf, wie es jetzt klingt. Ich weiß, dass Yamaha schon 5-Seiter-Modelle hat oder NS-Design hat schon welche. Giva noch nicht, ne? Ja, okay. Genau. Aber es gibt diese Möglichkeit, dass man die noch erweitert. Und gerade im Jazz-Bereich, Jazz-Rock-Bereich, da je mehr und schöner. Und bei akustischen Instrumenten geht es einfach nicht. Was wir machen ist, wir haben keine Feedbacks. Weißt du, was ein Feedback ist? Und ich würde auch immer den Tonabnehmer auf die tiefen Seiten machen. Man hört es ja, das ist ein schöner, satter Sound. Aktive und passive Geigen. Wenn ich aktiv habe, habe ich Strom drin, habe ich eine Batterie drin. Damit werde ich also lauter, werde steuerbarer, kann den Klang regeln meistens, wenn ich möchte. Oder weiß ich, wenn ich jetzt gerade in der Band spiele, das finde ich immer ganz cool in diesem System. Wenn ich in der Band spiele, habe ich das Gefühl, ich setze mich nicht durch. Es ist so viel unten jetzt rum, ich brauche ein bisschen mehr, dass ich nach oben zu hören bin. Hier drehe ich mir einfach noch ein paar Hören rein. Oder es fällt mir alles um die Ohren und scheppert, dann drehe ich die schnell raus und so. Bisschen mitten rein oder so.